So, Helmut wollte noch was sagen. Helmut, komm mal nach vorne. Okay, ich wollte jetzt auch ein paar Punkte ansprechen. Und zwar erstmal, wir sind jetzt ein bisschen wenig und das ist ja auch ein bisschen zusammengeschmolzen. Ich denke, die Sache hängt auch damit zusammen, dass man sozusagen versuchen müsste, in der Friedensbewegung auf Gemeinsamkeiten zu setzen. Und sozusagen, ich bin jetzt auch ein so klassischer Friedensbewegter und mache jetzt hier auch mit. Und ich denke, das ist jetzt auch notwendig. Die Weltlage ist so, dass man sozusagen mit allen zusammenarbeiten muss, die halbwegs in der Richtung sind. Also Rechte natürlich nicht, aber der anderen sozusagen, die anderen sind alle auch, muss man sozusagen, okay. Das ist also eine erste Bemerkung. Nur dann haben wir eine Chance, viele zu werden und dass die Leute halt sozusagen dann die Sorgen, dass die Sorgen kapieren. Also sozusagen, man muss halt immer wieder sagen, es ist halt gefährlich, die Lage. So, gestern Abend war der Finanzminister, der griechische Finanzminister mit dir auch zusammen. Das war eine ganz interessante Geschichte, weil die Griechen werden ja auch verteufelt sozusagen. Da wird ja auch ordentlich Propaganda gemacht. Und jetzt hatte zumindest der Finanzminister einige Chancen. Er war sozusagen der Hauptgast und daneben waren drei andere. Und der Jauch hat das moderiert. Und da waren zwei gegen ihn. Der Söder war dagegen und ein anderer, was weiß ich, irgendein anderer Typ. Und eine Taz-Dame, die war sozusagen für ihn. Und die, also es war eine interessante Diskussion und ich denke, er hat sehr gute Punkte gemacht. Dann, jetzt war ja gerade heute oder sowas, lief so eine Geschichte durch das Internet, dass ein Think Tank Vorsitzender von Amerika, ein Stratfor-Mann, Friedman oder so hieß der, der hat grauenhafte Sachen gesagt. Der sagt, ja, Krieg gibt's halt und selbstverständlich Kriege in Europa, selbstverständlich werden wieder Kriege in Europa geführt und so weiter. Grauenhafte Sachen und das muss man sich eigentlich, denke ich, auch angucken. Aber gut, dann war ich jetzt auf einer Aktionskonferenz, also Strategiekonferenz war vor 2 Wochen. In Hannover gewesen, jetzt ist die Aktionskonferenz des Friedenswinters in Frankfurt gewesen, waren auch ungefähr 100 Leute, also nicht allzu viele, 140 Leute haben sie gesagt, waren bald angemeldet, 140 Leute, das waren so ungefähr auf einen Schlag, waren vielleicht 100 im Saal und na gut, sie haben also ein gewisses Programm und sie haben vor allen Dingen vor, also Ostermarsch ist ja eine dezentrale Geschichte, da macht sowieso jeder das, was er für sinnvoll hält. Wir in Braunschweig werden auch unsere Sache machen als Friedensbündnis. Ostersamstag läuft eine Ostermarschgeschichte ab 11 Uhr ab Kohlmarkt und wird dann wieder zu Kohlmarkt zurückgehen. Um 13 Uhr ist dann die Abschlussveranstaltung. Das ist also auch eine Geschichte, Ostermarsch. Dann aber die Mai-Kundgebung, die Befreiung, der Tag der Befreiung, das ist ja die Auskunft der Linken schon lange, aber das ist eben jetzt so langsam, glaube ich, in der Bevölkerung auch ein bisschen angekommen, dass das wirklich ein Tag der Befreiung war und nicht ein Tag der Schmach, dass eben dass uns die Leute sozusagen gegen unseren Willen, muss man sagen, da wurde gesagt, die Leute seien alle tyrannisiert worden, aber sie sind gar nicht so sehr tyrannisiert worden. Sie hatten das Gefühl, dass das in Ordnung war. Die Mehrzahl der Bevölkerung war wirklich für Hitler. Also von daher war das ziemlich grauenhaft. Und nur nachher sind sie halt furchtbar damit auf den Bauch gefallen und dann hatten sie das Gefühl, das war doch nicht ganz so toll. Also das, gut, okay. Also dieser Tag der Befreiung wird vom 8. bis zum 10., von Freitag bis Sonntag, da muss halt jeder sich so ein bisschen ausgucken, ob er an der zentralen Veranstaltung am Sonntag teilnimmt oder ob er davor, wir werden, glaube ich, hier was im 9. machen, wenn ich mich nicht täusche. Oder vielleicht auch am Freitag, ich weiß jetzt nicht genau. Friedensbündnis hat jedenfalls auch irgendwas vor. Gut, mit Manifestthema, also diese Geschichte im Juli, dass wir das Manifest von Russell und Einstein, dass ich versuche, das zu propagieren, dass das ja ein... Die haben ja seinerzeit gesagt, nie wieder Krieg, und zwar aus logischen Gründen, weil die Waffenentwicklung so weit ist, dass man die Menschheit sich selber ausrotten kann. Und von daher darf es keine Kriege mehr geben. Die Atomwaffen sind ja furchtbar. Und die Leute heutzutage spielen völlig mit dem Feuer. Also Wahnsinn. Jedenfalls da habe ich eben vor, im Juli was zu machen. Das will ich aber jetzt nur andeuten. Ich bin da so ein bisschen dran.
Dann eine Grundsatzgeschichte. Also der Daniele Ganser ist ein toller Mann. Daniele Ganser ist ein Historiker, ein Schweizer Historiker, der 13 Jahre schon zu 9/11 forscht, aber der eben davor, die 20 Jahre, 30 Jahre davor, hat er auch schon alle möglich. Kuba, Chile, ja, diese ganzen GLADO, diese ganzen Schweinereien, die da gelaufen sind, die hat er auch schon untersucht. Also von daher war daran beteiligt und hat eifrig da und gut hat. Also viele Daten und diese vielen Daten, die bringt er in einem Grundsatzvortrag in Tübingen im Dezember. Macht er einen Vortrag, der ist auf Video zu sehen und das kostet 90 Minuten. 90 Minuten ist ein Spielfilm. Ein Spielfilm ist sozusagen für die Erhaltung der Welt notwendig. Ich denke, den sollte sich jeder angucken. Der ist toll. Der ist 10 Punkte, bringt er eins nach dem anderen und die sind alle sehr wichtig. Also von daher 10 Punkte Erdöl und Erdgas, Imperium USA, Administration Bush, Erdölkriege, Islam, Verschwörung. Ja? Die Verschwörungen, damit werden ja immer die Leute fertig gemacht. Die Verschwörungstheorien werden immer, aber er sagt, Verschwörung ist ganz normal, verständlich zu werden, gibt es Verschwörungen. Und die ganzen Verschwörungen in der ganzen Zeit, als Historiker, selbstverständlich hat man viele Belege für alle möglichen Verschwörungen und besonders Verschwörungen der USA. Da haben ja viele, die werden ja nach 40 Jahren, werden ja die Daten dann freigelegt. Und dann stehen die, dann werden die alten Verschwörungstheorien werden dann realisiert. Dann wird es eben gesagt, ja, das war halt alles so. Da haben die Generale gesagt, ja, wir sprengen das eigene Schiff dann in die Luft und so weiter. Also das ist Amerika, ist natürlich ein Vorteil, dass sie nach 40 Jahren dann zumindest die Sachen rausrücken und dass dann nach 40 Jahren rauskommt, was alles gewesen ist. Also heutzutage, wir müssten wie momentanen Geschichten, wo dann die Verschwörungstheorie immer geschrieben wird, kann man sagen, ja, aber die alten Sachen sind doch alle bewiesen, dass diese Verschwörungen tatsächlich gelaufen sind. Und dann kann man jetzt eigentlich erstmal davon ausgehen, dass die Regierung weiterhin Verschwörungen macht, weil die ja eifrig, und das sind ja alle, gut, okay, also das ist alles bekannt, aber das sind, und dann Medien und Wissenschaft, also ich sagte, ein Wissenschaftler denkt in erster Linie an sein Gehalt und seinen Ruf. Und wenn das irgendwas eine rote Linie ist und das Imperium sagt, da dürfte nicht geforscht werden, dann achtet er auf seinen Ruf und dann forscht er lieber was anderes. Ja? Genau. Okay. Und dann, das ist also mein wichtigster Punkt eigentlich. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, dass Stille Macht von Berliner Compagnie am Mittwoch gewesen ist. Das war eine tolle Sache über Lobbyismus. Lobbyismus ist auch ziemlich furchtbar und das war da sehr gut dargestellt worden, dass das eine furchtbare Geschichte ist, wie man die Leute dazu kriegt, dass sie... Fabian! Ja, okay. Gut, dann war es das. Jetzt der André, der Alexander. Alexander? Vielleicht nochmal ganz kurz. So, du hast es gerade angesprochen, Helmut, ja. Mit der Konferenz von diesem Think Tank. Ja. Und ich glaube, das war auch dort, wo der US-General sagte, in der Ukraine könnte man also dort wirklich die Situation im Prinzip zugunsten der USA nur in den Griff bekommen, wenn man anfangen würde, Russen zu töten. Und zwar so viele Russen zu töten, dass die Medien das nicht mehr übersehen könnten. Das sind Aussagen eines US-Generals. Ja. Und ich sage ja, die Amerikaner, die nehmen noch nicht mal mehr ein Blatt vom Mund, was sie hier in Europa vorhaben. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass wir da wach werden. Die Jenny aus Bremerhaven, die haben, manche kennen, oder vielleicht einige von euch kennen sie, Jenny Friedheim aus Bremerhaven, sie hatte auch gesprochen am Samstag auf der Endgame-Veranstaltung und sie sagte, dass dort schwerstes Gerät in Bremerhaven angelandet wird, von der amerikanischen Wehrmacht oder von der amerikanischen US Army. Und dass da keiner auf die Straße geht. Die Menschen, die sehen es, die sehen dieses schwere Gerät, die Panzer und so weiter, alles, was dort abgeladen wird. Und an die Ostgrenze, ich wollte ja schon gerade sagen Ostfront, gebracht wird. Und da passiert nichts. Die Menschen schweigen. Was ist los? Was ist hier los?